Hallo meine lieben YouTuber, ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich bin heute zurück mit einer neuen Filmreview und diese Filme liegen mir wirklich so sehr am Herzen und ich freue mich so, dass ich sie euch heute vorstellen kann, denn ich habe vor kurzem die Blu-ray gekauft und habe die jetzt in meiner Sammlung und ich muss jetzt unbedingt die Review für euch machen. Und nicht nur das, also ihr werdet in diesem Video auch einen kleinen Special-Gast sehen. Und ja, wenn ihr wissen möchtet, wer das ist und um welche Filme es sich heute handelt, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Heute geht es nicht nur um einen Film, sondern gleichzeitig um zwei. Und diese Blu-ray-Box habe ich mir vor kurzem gekauft, habe sie jetzt endlich und bin so, so, so glücklich, meine Lieben. Ich bin wirklich so, so happy damit. Aber der Film, der ausschlaggebend für diese zwei war, den habe ich online gekauft. Dazu folgt natürlich auch noch eine Review. Aber ihr wollt jetzt wissen, worum geht's? So, heute geht es um Tada! Willard und Ben. Ja, und für alle Leute, die Ratten lieben, Rattenfilme mögen oder auch Bücher oder ja, die Tiere an sich einfach oder die Geschichten oder Horrorfilme mit ihnen, ja, die werden hier natürlich voll auf ihre Kosten kommen. Hier handelt es sich nämlich einmal um Willard aus dem Jahr 1971, also quasi schon ein Klassiker, und natürlich Ben aus dem Jahr 1972. Das sind aufeinanderreihende Filme. Das heißt, Willard ist fortlaufend hier oder beziehungsweise geht über dann zu Ben von der Geschichte direkt. Und das ist etwas, was ich total liebe. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ja, hier seht ihr zwei Filme, Blu-ray-Box, wo ihre Albträume enden, beginnt Willard und auf der anderen Seite Ben. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier ist das dann einmal geteilt. Willard und Ben, genau. Und von der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also da habt ihr oberhalb einmal den Inhalt zu Willard und unterhalb einmal den Inhalt zu Ben. Was ich hier ein bisschen schade finde, muss ich hier auch schon direkt sagen, ist die Laufzeit. Da steht einfach circa 190 Minuten, weil... Ihr seht hier schon zwei Discs, aber diese 190 Minuten sind natürlich nicht auf einen Film bezogen. Das kann ich gleich einmal mit dem Handy schauen, denn welche Disc jetzt wie viele Minuten enthält, kann ich euch spontan nicht sagen. Ich finde das sehr schade, dass das hier dann nicht unterteilt ist, weil das wäre natürlich ein bisschen krass, wenn jeder einzelne Film 190 Minuten ginge. Und naja, aber so sieht das Ganze aus. Ein Bändercover haben wir hier nicht. Also Willard und Ben jeweils, also hier das Disc, das Disc, die wie verspricht sich heute wieder. Cover sieht natürlich genauso aus wie das Cover hier auf der Blu-ray. Und als Ton haben wir hier, das liegt natürlich aufgrund des Alters, ist das wahrscheinlich auch nicht anders umsetzbar gewesen. Also es liegt am Alter und da haben wir hier deutschen und englischen 2.0 Sound. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Vielleicht habt ihr aber auch eine Anlage, die das dann 5.1 simuliert oder irgendwie so. Dennoch würde ich sagen, dass das ja kein großes... ja, weiß ich auch nicht, großes Minus ist, denn selbst bei Daylight, den Film, den ich ja auch so, so unfassbar liebe mit Stallone, hat man auf der normalen Blu-ray 2.0 Sound gehabt, sofern man dann nicht abgedatet ist. Dazu kommt vielleicht noch ein Video. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch eine Review zu Daylight interessieren würde, aber sie kommt definitiv. Aber da war ich damals sehr, sehr traurig, dass sie das bei dem Film nicht umgesetzt haben. Aber hier, Leute, die Filme sind aus den 70ern und 2.0 Sound ist für mich okay, denn es kommt wie immer auf die Filme an. Ja, und das Bild von den beiden, ne? Also
wirklich super für die Zeit, vor allem von Willard. Bevor ich euch vorlese, was darin vorkommt, muss ich einfach mal sagen, vielleicht kennt ihr ja auch alte Western, also ich gucke auch gerne Western, weil ich ja ein riesen Clint Eastwood-Fan bin, aber jetzt nicht nur ihn, sondern auch John Wayne, und das sind manche Filme wie Rio Bravo zum Beispiel oder so, oder noch viel, viel ältere Filme, die haben so eine gute Auflösung und eine tolle Farbe, und da passt einfach alles. Und manchmal frage ich mich so, wow, was habt ihr für Kameras genutzt zu dieser Zeit? Da können manche Filme wirklich heute noch nicht mithalten. Das ist so, es gibt ja heute auch immer noch so Billigfilme, sage ich mal, die halt günstig produziert worden sind. Und ja, also da haben die hier echt schon super Arbeit geleistet. So, aber das nur am Rande. So, und nun, ja, ich habe übrigens heute auch, das auch mal nur so am Rande, mein Ratti-T-Shirt an. Ja, ich lieb's voll. Ich glaube, das sagt alles. Ja, und jetzt geht's erstmal los mit dem Inhalt zu Willard. Der junge Willard hat es nicht leicht, während er auf gleichaltrige Freunde verzichten muss und seine Geburtstagsfeier einer Zusammenkunft im Altenheim gleicht, muss er tagtäglich auch die Erniedrigung seines Arbeitgebers Mr. Martin erdulden. Es ist umso härter, da Martin die Firma von Willards Vater übernommen hat und er den jungen Mann spüren lässt, dass er das kleinste Rad im Getriebe ist. Einziger Lichtblick ist Joan, die er gerne zu seiner Freundin machen würde. Leider sucht sich Willard dann Freunde in der Tierwelt, ein Rudel Ratten. Das sich auf dem verwilderten Grundstück des Hauses tummelt, das er mit seiner anstrengenden Mutter bewohnt. Nach dem Tod der Mutter wird diese Bindung enger und Willard spürt zum ersten Mal ein Gefühl von Macht, was dramatische Entwicklungen nach sich zieht. Denn mit seinem Rattenheer sinnt er auf Rache an denen, die ihm übel mitgespielt haben. Das erstmal dazu. Und jetzt gehen wir gleich über zu Ben. Denn die Geschichte ist natürlich fortlaufend, wie ich eben gesagt habe. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr den Film schaut, Willard, und bis zum Ende dann und Ben einlegt, also den zweiten Film, dann geht das quasi direkt weiter. Als ob die durchgedreht haben und dann da so einen Cut gemacht haben. Das ist etwas, was ich liebe, Leute. Das ist so, ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach ganz, ganz toll. Und nachdem Willard Stiles durch seine einst treue Rattenhorde zu Tode gekommen ist, wird die Oberratte Ben von dem kränklichen jungen Danny in Sicherheit gebracht. Obwohl Danny dem Tier viel Zuneigung entgegenbringt, kann er nicht verhindern, dass die Ratten ihren einmal eingeschlagenen Weg des Terrors fortsetzen. Unter der Führung Bens nehmen die Angriffe kein Ende, und als es zu Todesfällen und Übergriffen kommt, sind Ordnungshüter und Bürger machtlos gegen die schier zahllosen und aggressiven Nagetiere. Ist das Rattenheer aufzuhalten, ehe weitere Opfer zu beklagen sind, oder wird eine ganze Stadt zu Rattenfutter? Ja, wer weiß, wer weiß. So, jetzt wisst ihr aber erstmal um Willard und um Ben Bescheid. Und wir schauen jetzt erstmal, wie lang der jeweilige Film geht, weil mit diesen 190 Minuten kann man wirklich nicht viel anfangen. So, ich hole jetzt mal gerade mein Handy. So, meine Lieben, Handy habe ich jetzt hier und jetzt geben wir das mal ein, weil das fand ich schon ein bisschen sehr, sehr komisch, dass das da nicht richtig unterteilt ist. Da will man sich irgendwie einen schönen Abend machen, dann fragt einer, wie lange geht denn der Film? Und du sagst, ja, 190 Minuten, alles klar, ich übernachte hier. Also ihr wisst so, ne, wie ich das meine. So, also, Ben habe ich hier schon mal. Ben geht eine Stunde und 32 Minuten. Und dann kommen wir einmal zu Willard. So, weiter.
Hier haben wir eine Gesamtlaufzeit von 95 Minuten. Also zusammengerechnet sind das dann 190 Minuten quasi. Und daher haben die das dann hier draufgeschrieben. Das heißt, wenn ihr einen Rattenabend machen möchtet, einen Rattenfilmabend, habt ihr hier 190 Minuten Spaß. Yay! Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ich gerade meinte. Also, Willard hier von 1971 ist natürlich das Original. Der Film überhaupt. Ben ist die Fortsetzung und dann gibt es den Film Willard aus dem Jahr 2003. Ja, und der Film war ausschlaggebend für diese zwei, den habe ich mir online gekauft und dazu muss ich euch definitiv eine Review machen. Ich habe auch erst überlegt, fange ich mit dem an, weil das wirklich meine Nummer 1 ist von diesen drei Filmen, wenn ich jetzt nur diese drei Rattenfilme zusammen bewerten würde. Aber dann habe ich so gedacht, das geht nicht, ne? Weil das ist Nummer 1, 2 und 3, also fangen wir jetzt auch mit den Teilen so an. Und ja, ich würde sagen, dass ich euch jetzt erstmal erzähle, was ich denn zu den Teilen überhaupt meine. Aber bevor wir das starten, wollt ihr ja jetzt auch meinen Special Gast kennenlernen. Ja, und den hole ich jetzt erstmal. Ich habe den kleinen Special Guest schon hier und ich zeige ihn euch jetzt. Und ach, ich bin so aufgeregt, meine Liebe, es ist so schön. Denn ja, ich habe quasi Familienzuwachs bekommen. Darf ich vorstellen, das hier ist mein kleiner Ben-Schatzel. Guckt mal bitte, wie schön er ist. Ja, sag mal Hallo an die lieben Zuschauer. Sag mal, ich bin Ben. Ja, ich bin Ben. So, ich mach mal meine Haare zurück, dann kannst du hier nämlich oben bei Mami hin. Das liebt er. Ja, das liebst du, ne? So schön. Ist er nicht zucker süß, meine Lieben? Ich hoffe natürlich, dass ihr Ratten auch so mögt und daher auch mein T-Shirt. Das passt einfach so perfekt zu meinem neuen Rattenschätzchen. Ne? Ja. Er lebt natürlich nicht alleine. Ratten sind Rudeltiere, das ist ja auch jedem klar. Daher kann ich einfach nur sagen, ihr könnt ganz, ganz gespannt sein, was euch da demnächst noch erwartet. An Videos und Bildern natürlich, ne? Auf Instagram. Und er ist so ein Zuckerschätzchen. Ja, du bist so süß, ne? Mm. Mm. Bist du so süß, ne? So süß. Und warte, einen Bauchkuss machen wir auch noch. Wir zeigen alle, wie wir das machen. Mm. Ja, ein Bauchküssi. Ja, und er ist auf jeden Fall mega, mega lieb. Und ich habe ihn natürlich schon länger, bin aber jetzt erst dazu gekommen, das Video zu machen, ne? Ja, weil wir mussten hier warten, bis die Filme da sind. Oh, ist er nicht süß, er leckt meine Hand. Ja, Mama hat dich auch lieb. Mama hat dich auch lieb. Ja, putz dich mal schön. Ne? Zeig mal, dass du dich schön sauber machst für alle. Machst du dich auch schick? Ist hier ein Haar? Ne, ist noch drin, ne? Ja. Ja, meine Lieben, weiter geht's jetzt auf jeden Fall. Jetzt wisst ihr die Neuigkeiten. Und er ist wirklich so schmusi und so süß. Ja, Mama liebt dich ganz doll. So schön bist du einfach. So schön und so süßen Fuß hast du, ne? Ja, so einen süßen Fuß. Und zu Willard und Ben jetzt natürlich. Ich muss echt gucken, dass ich mich konzentrieren kann, weil er halt so, so lieb und süß ist. Nicht, dass du dich verhedderst, ne? Mami hat sonst immer einen Zopf, aber heute mal offen. Ja, weil Mami Videos dreht. Seht ihr, jetzt wollte ich schon mal anfangen, aber das geht nicht, weil er einfach so süß ist, ne? Mein Baby. Bist du so süß? Ja. Und bei Willard ist es so, 1971, ja, hör mal gut zu, da ist es auf jeden Fall so, dass Willard selbst von einem sehr freundlichen, super sympathischen Schauspieler gespielt wird
Und dieses ganze Filmset an sich, es ist sonnig, es ist schön, das Haus ist irgendwo toll und dieser Film ist so, ja, herzlich. Leckst du Mami am Hals? Das fühlt sich so an. Oh, bist du lieb? Und ja, da ist so natürlich eine gewisse Stimmung zwischen Willard selbst und seiner Mutter, weil sie ist ja, wie soll man sagen, sehr, sehr herrisch und besitzergreifend. Und sie, also ihr müsst euch das mal vorstellen, wunderschöne Gegend. Willard lebt da mit seiner Mutter, hat keine Freundin und er hat quasi nur die Mutter, um die er sich kümmern muss. Und diese Mutter ist herrisch und will Willard, das passt so perfekt, nur für sich haben und will auch nicht, dass er andere Freunde hat oder irgendetwas. Sie will einfach, dass er sich die ganze Zeit um sie kümmert. Und ja, da er keine Freunde hat und so, ergibt sich das dann irgendwann, dass er dann ja im Garten einfach draußen ist und dann trifft er auf diese Ratten. Erst ist ja immer so diese Überlegung, weil ja, Ratten werden ja oft immer so als Schädlinge bezeichnet. Ist ein anderes Thema, meine Lieben. Sonst da kann ich dann ein extra Video zu machen, aber einfach hier in dem Film ist es so. Und ja, dann weiß er gar nicht so richtig, was er erst tun soll, aber dann merkt er schnell, dass die Ratten zu seinen Freunden werden. Und dann sind sie bei ihm, hatte ich euch ja auch alles vorgelesen eben, und er merkt so, das sind meine Freunde. Ja, und währenddessen ist natürlich das Haus und die Mutter da, er hält das alles geheim. Und als dann seine Mutter gestorben ist, hat er so richtig gemerkt, so, jetzt habe ich auch mal die Macht, jetzt bin ich jemand anders. Und die Ratten mit ihm zusammen sind dann natürlich ein Team geworden. Dazu kommt dann die Joan, die ja so seine Freundin dann ist, auch ein sehr süßes Mädchen, also es ist ein schönes Pärchen eigentlich. Aber auch für sie hat er gar nicht so richtig Zeit, weil es ständig um diese Ratten geht. Und dazu kommt ja noch, dass er in der Firma seines Vaters arbeitet. Also ihr müsst euch irgendwie vorstellen, dass er so gar nicht richtig selbstständig ist. Also dass er immer zu Hause war, sich um seine Mutter kümmern musste. Die Firma, die sein Vater aufgebaut hat, wurde dann von jemand anders übernommen. Und da muss er dann die ganze Zeit arbeiten. Und ja, er hat quasi gar nicht so richtig ein eigenes Leben, so mit Hobbys und Freunden, dass er sich irgendwie beschäftigen kann. Und ja, dann denkt er sich, dann kann ich doch die Ratten, die so meine Freunde sind, komm mal her, mein Schatz, hier, komm mal hier, die meine Freunde sind, gegen andere auch nutzen, dass ich die dann einfach nehme, um Rache zu nehmen. Und wie er das macht, Leute, mega. Einfach richtig, richtig mega. Das ist so super gut gemacht in Willard. Und das für die Zeit und was da passiert und alles drumrum, das ist wirklich 1A. Und wenn ihr mal auf der Suche gewesen seid, dann schaut euch bitte Willard als ersten Rattenfilm an. Und weiter folgt natürlich Ben und Willard aus dem Jahr 2003. Sehr, sehr schön. Ja, und wie ich ja den letzten Satz gesagt habe, mit seinem Rattenheer sinnt er auf Rache an denen, die ihm übel mitgespielt haben. Und ja, da denkt man natürlich auch schon gleich an den Chef, der ihn nämlich richtig piep behandelt hat. Das ist echt nicht ohne. Und dann geht es nämlich weiter. Ich hatte das ja auch vorgelesen, dass er, ich verrate das ungern, aber ich habe es ja vorgelesen und das ist einfach so, nachdem Willard zu Tode gekommen ist, wie auch immer, geht die Geschichte weiter und ja, die ganze Rattenschar wird dann angeführt von Ben, aber nicht von meinem kleinen Zuckerschätzele hier. Ja. Nicht von dir, aber von einem anderen riesigen Rattenmännchen. Ja, von einem ganz, ganz riesigen Rattenmännchen.
der ist nicht so lieb wie du, ne? Ja, der gibt richtig an, was er da zu tun hat, mein Schatz. Ja, aber auf jeden Fall geht es dann weiter mit Ben. Und da hat in dem Film die Hauptrolle der kleine Junge Danny. Genau. Und auch ein super schönes Haus, super schöne Gegend, wie ich ja schon gesagt habe. Bei Willard geht es dann halt weiter. Und ja, die Filme werden natürlich... Das sind meine Hosentasche, so süß. Die Filme werden natürlich so von ganz ruhig und normal richtig ernst und blutig. Hier muss man natürlich bedenken, hier sind wir bei den 70er Jahren, da war das noch alles nicht so wie jetzt, würde ich einfach mal sagen, bei dem letzten Teil. Ich muss da gleich noch was zu sagen, aber nur ganz kurz, weil das halte ich mir alles für die Review dann auf. Und hier ist es so, dass Danny die Ratte entdeckt, also den Oberboss Ben quasi, und das alles auch geheim hält. Er will halt einfach nicht, dass seine Mama irgendwas erfährt oder seine Schwester, mit denen lebt er zusammen. Und Danny ist ein kleiner, süßer Junge. Und ja, dann gestaltet sich irgendwie der Film so wunderschön, alles ist gut. Und man weiß so, okay, Danny spielt mit Ben immer. Und dann wendet sich alles, als die Polizei dann natürlich auch kommt, es Todesfälle gibt und ja, es nicht nur um eine Ratte geht, sondern gleich um ein ganzes Rattenheer, um ach, so viele Ratten in der Kanalisation und um die ganze Familie von Ben. Da muss ich sagen, da wird es dann natürlich blutig und da passieren auch ein paar Sachen, wo ich nicht gut hingucken konnte, wo ich mir so... Oh, das hat mir so weh getan. Ja, ich kann das einfach nicht gut haben, wenn Menschen Ratten etwas antun, weil ich da so ein ganz anderes Bild habe. Für mich sind Ratten so, so tolle Tierchen und die sind so super intelligent, so herzlich, so personenbezogen, ne? Ja, mein Schatz, guck mal, wie süß, wie süß, süß. Ja. Und ich finde das ganz, ganz furchtbar, wenn Menschen die halt so sehen. Aber dazu kann ich, wie gesagt, nochmal ein extra Video machen, sonst redet die wie hier gleich 5 Stunden. Aber man kann ihm auch nicht widerstehen. Guckt mal bitte, er ist so süß. Jetzt ist mein Film runtergerutscht, aber ist überhaupt nicht schlimm. Guckt mal, guckt mal, ja. Und bei Ben ist es dann einfach ganz anders. Aber die Geschichte ist fortlaufend, wie das dann am Ende ausgeht. Ob Danny verrät, ja, ob er Ben gefunden hat und wie es dann weitergeht, müsst ihr euch dann natürlich anschauen. Aber ich kann euch sagen, da geht es wirklich ab. Also diese Filme sind auch nicht ohne. Die sind hier freigegeben ab 16. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich beide gesehen habe. Und hier auch so als kleinen Hinweis vielleicht, falls ihr das noch nicht wusstet, kennt ihr von Michael Jackson den Song Ben? Ja, der ist nämlich für diesen Film geschrieben worden, für Ben. Und ursprünglich sollte das ein anderer Sänger übernehmen. Der hatte zu dem Zeitpunkt, was ich selbst nachgelesen habe, natürlich keine Zeit. Und somit hat Michael Jackson dann die Gelegenheit bekommen, diesen Song damals als Kind zu singen, hat er gemacht. Und es ist so ein wunderschöner Song. Ja, ich würde ihn euch so, so gerne einblenden, aber ihr wisst, GEMA lässt das nicht zu. Er ist perfekt. Er ist einfach so perfekt für Michael Jackson und ich liebe ja auch seine Musik. Daher passt das so perfekt und Ben und Ratten liebe ich und das ist so schön. Es ist so, so schön, ne? Ja, aber nun wisst ihr, was es mit diesem Song Ben auf sich hat. Und wenn ihr dann mal nach dem Songtext schaut und das einfach mal übersetzt, dann versteht ihr natürlich auch den Sinn dahinter und was es mit dieser ganzen Geschichte auf sich hat. Denn ganz, ganz viele Menschen, die hassen Ratten und ihr wisst, ich liebe alle Tiere. Das
Das ist einfach so. Und Ratten haben mich so mein ganzes Leben lang irgendwo begleitet. Ich liebe sie einfach und ich bin so, so glücklich, dass Ben nun auch ein Teil meiner Familie ist, ne? Ja, aber da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch meine Review gefallen hat. Ja, und dass ihr Ben natürlich auch toll findet. Und ihr könnt ja einfach mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch Ratten habt, Ratten mögt, vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, euch ein Tier zuzulegen, ob es vielleicht auch eine Ratte werden wird. Ja, Mami küsst dich immer, ne, mein Schatz. Und ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Oder ob ihr vielleicht auch mal in jungen Jahren eine Ratte gehabt habt. Ja, und wie die hieß. Bei mir war es natürlich klar, dass Ben den Namen trägt von einem Film. Das ist einfach so perfekt und er passt perfekt zu ihm. Ihr wisst ja auch, Klein Skip hat auch den Namen von Mein Hund Skip, von diesem wunderschönen Film mit Kevin Bacon und Diane Lane. Und oh, ich liebe ihn einfach. Ich liebe diesen Film und ja, so viel erstmal dazu. So, mein kleiner Schatz, wir müssen Tschüss sagen. So, wenn euch meine Review gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über ein Abo, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Wenn ihr dann anschließend dieses kleine Mini-Glöckchen aktiviert, seht ihr natürlich sofort, wenn von mir ein neues Video online kommt. Und Ben und ich sagen jetzt Tschüss, ne? Ja. Er muss wieder zu seinem Rudel. Musst du wieder zu deinem Rudel? Der ist heute so im Klettermodus. Eben war der so schmusi, aber ich hatte ihn heute schon so lange draußen. Und er liebt das auch so rumzulaufen. Aber manchmal hast du deine 5 Minuten, ne? Ja, hast du deine 5 Minuten? So, meine Lieben. Ben sagt jetzt Tschüss. Sag mal Tschüss, meine Lieben. Und Mami sagt auch Tschüss. So, ich wünsche euch jetzt noch einen super, super schönen Tag mit euren Haustieren, Familien und Co., was auch immer ihr macht. Wir sehen uns demnächst wieder. Und ja, vielleicht lasst ihr auch für den kleinen Ben einen Daumen nach oben da. Da wird er sich sicher auch drüber freuen. So, für euch auch. Und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, meine Lieben. Ciao!